Nachdem Boris Pistorius seine Kanzlerkandidatur zurückgezogen hat, beleuchtet ein Bericht des Handelsblatts die Hintergründe. Der Verteidigungsminister sei stark in Fragen der inneren und äußeren Sicherheit, habe aber Schwächen in der Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik. Unterstützer befürchteten, dass er wegen dieser blinden Flecken im Wahlkampf zerlegt werden könnte. Pistorius betonte, er liebe sein Amt und habe viel für die Bundeswehr zu tun. Er strebe eine zweite Amtszeit als Verteidigungsminister an.